die Bühne. Clemens ist ein Junge, der sehr auf die Gesundheit achtet. Er raucht natürlich nicht. Er ernährt sich auch vernünftig. Meistens isst er Obst und Gemüse. Und im Restaurant verzichtet er auf große Portionen. Er nimmt nur winzige Portionen, die fettarm und kalorienarm sind. Und er kaut mindestens 30 Mal, bevor er schluckt. Und er verzichtet auch auf Nachtisch. Clemens trinkt keine Cola. Nein, das ist ungesund. Und das macht dick? Am liebsten trinkt er Apfelschorle. Apfelschorle? Was ist das? Eine Mischung von Apfelsaft und Mineralwasser. Apfelsaft und Mineralwasser zusammen. Clemens hält sich fit. Körperliche Bewegung ist wichtig für ihn. Er macht regelmäßig Gymnastik, jeden Tag. Und er spielt Tischtennis, jeden Tag. Trotzdem ist Clemens nicht zufrieden. Ihm fehlt etwas. An einem Abend trinkt er eine Tasse Kräutertee. Und eine kleine Fee besucht ihn. Hallo Clemens, was ist los? Was fehlt dir? Ich weiß nicht, kleine Fee. Ich achte immer auf die Gesundheit, aber trotzdem bin ich immer unzufrieden. Kannst du mir Rat geben? Nein, ich nicht. Aber der Wassergeist, der alles weiß, kann dir Rat geben. An deiner Stelle würde ich ihn fragen. Geh zu ihm. Er wohnt in dem Lichtenhainer Wasserfall. Dann gehe ich hin. Danke, kleine Fee. Clemens sucht nach dem Lichtenhainer Wasserfall. Er sucht in der Stadt. Er sucht in der Arztpraxis. Er sucht in dem Wartezimmer und auch in dem Untersuchungsraum. Er sucht vor der Apotheke. Die Apothekerin fragt ihn, was er sucht. Guten Tag, suchen Sie etwas? Ah, ich suche den Lichtenhainer Wasserfall. Ach so, fahren Sie doch mit der Straßenbahn dorthin. Die Haltestelle ist um die Ecke. Ah, danke. Bitteschön. Clemens fährt mit der Straßenbahn zu dem Lichtenhainer Wasserfall.